Nach einem Raubüberfall auf einen 18-Jährigen in Hamburg fahndet die Polizei mit diesen Bildern aus einer Überwachungskamera nach den bislang unbekannten Tätern. Der Vorfall ereignete sich am späten Abend des 18. Aprils. An der Haltestelle Frankring in Hamburg-Volksdorf stieg der 18-Jährige aus dem Bus der Linie 174. Auf dem Weg nach Hause wurde er von zwei Männern angesprochen, die nach der Uhrzeit und einer Zigarette fragten. Er gab ihnen die Zigarette, doch danach hielten sie ihn fest. Zwei weitere Männer tauchten auf, die ihn mit einer Schusswaffe bedrohten. Die Täter klauten dem jungen Mann unter anderem sein Handy, Kopfhörer und die Geldbörse. Anschließend flüchteten die Unbekannten in Richtung Volksdorfer Damm und weiter in Richtung Bergstedt. Wer Hinweise zu den Personen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Hamburg unter der Rufnummer 040 4286 56789.